herzlich willkommen zum TFF-Test. Und heute haben wir auch mal wieder einen schönen Klassiker. Das Arena of Rockets aus dem Lidl. Für 19,99 Euro gibt es 20 Raketen von Weco das Ganze. Und ja, was ich schon mal sehr schön finde, ist immer dieser Griff hier oben. Sehr praktisch, wenn man jetzt mal nicht irgendwo direkt daheim feiert, sondern das Ganze schleppen muss, kann man das wunderbar schön tragen und hat die 20 Raketen direkt am Mann. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal aus und testen das Arena of Rockets. Und ich würde sagen, wir machen alle 20 Raketen. Let's go! So, packen wir mal aus hier. Und ich würde sagen, wir fangen da mit diesen kleinen Standardraketen an. Steht nichts drauf. Wir haben aber Bombenfüllung. Und wir haben hier einen schönen Eimer. Hoffentlich funktioniert das. So. Let's go. Ja, gar nicht schlecht. Von der Ausbreitung geht deutlich besser. Aber für eine Weco-Rakete eigentlich gar nicht schlecht. Und ich würde sagen, komm, da hauen wir noch eine direkt hinterher zum Vergleich. Der Knall war recht dumpf, muss ich sagen. Mir ganz gut gefallen. Ihr halt das natürlich auch wunderschön. Und dann machen wir die Blue Hawk. Blue Hawk hier. Hawk ist am Start. Ja, war blau dabei, aber eher so bunt. Dann Giro Rocket, nein, Giro Rakete oder wie auch immer man das aussprechen möchte, mit Bombenfüllung. Ich glaube, das steht überall drauf, weil Zerleger sollten die alle haben. Ja, war ganz schön. Oh, shit. Der Kamera. So, wir sind alle wieder gesund und wohlbehalten und machen weiter. Und ich würde sagen, hier gibt es nochmal so eine. Mit Bombenfüllung, was auch immer. Name steht nicht drauf. Oh, sehr schön. Wow, die Stäbe sind echt gefährlich. Kommen hier direkt runter. No risk, no fun. Ja, genau. Hier sind harte Kerle, du. Das stecken wir weg, hier so ein paar Stäbe. Kronos Rakete mit Bombenfüllung. Hauen wir raus. Da oben klappert's. Da ist ein Zerleger zu erwarten. Okay, selber Effekt wie bei der anderen. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wirkt so, als wären es alle unterschiedliche. Aber irgendwie ist dann doch da immer dieselbe Mische drin. Kristallo-Rakete. Und da sollen wir einen Panorama-Effekt erwarten können. Und Bombenfüllung, wie immer. Schauen wir mal. Oh, da
Doch, da war mal ein anderer Effekt drin. Das war schön. Recht kurze Standzeit, aber ordentlich. Giro-Rakete hatten wir schon mal. Vielleicht haben wir mal einen anderen Effekt. Oh ja, ich glaube, das war vorhin ein anderer Effekt. Oh, wir wurden schon fast wieder attackiert hier. Von oben. Oh! Okay. White Shark, no, Silver Shark. Hawk. Silver Hawk. Leute, die Namen sind echt schwierig. Silver Hawk. Ich glaube, bei der Blue Hawk hatten wir auch kein Blue. Vielleicht werden wir jetzt Silber erwarten können. Man weiß es nicht. Doch, da hatten wir Silber. Etwas klein, aber wenigstens Silber. Und wieder der Raketenstart. Matteo-Rakete. Und hier haben wir wieder einen Panorama-Effekt. Schauen wir mal. Die sind auch echt recht schwer. Also sind ja in Deutschland zusammengebaut. Schöner Effekt und da wurden wir wieder direkt abgeschossen. Da ist er wieder runtergekommen. Wäre schön gewesen, wenn sie ein bisschen größer gewesen wäre, wenn der Effekt ein bisschen größer gewesen wäre. Ja, gut, also muss man aufpassen, hier kriegt man direkt, wird man direkt abgeschossen und ja, ist nicht zerfetzt oben, das heißt, die Bombette ist rausgeflogen. Dann machen wir auf der anderen Seite auf. Raus. Wir haben Halbzeit, hier haben wir noch ein Anzündstäbchen und hier haben wir wieder diese No-Names, die bunten No-Names. Ja, auch in Ordnung. Da kam die Spitze. Und machen wir direkt noch eine hier. Ich glaube, ich schieße die jetzt mal nach da hinten. Ich glaube, der Wind, der steht genauso, dass wir immer abgeschossen werden. Ja, auch schöner Effekt. Oder machen wir die letzte hiervon. Lieber nach hinten, dann werden wir nicht abgeschossen. Die hat sich eben ziemlich schwer getan beim Aufstieg. Die sind halt doch echt schwer vom Karton auch her. Da war auch die Ausbreitung mal wieder ganz ordentlich. Und dann machen wir weiter hier nochmal Silverhawk. Danach kommen wir die Red Hawk. Ja, das war meiner Meinung nach nicht Silber. Aber egal, das war rot. Vielleicht haben wir jetzt hier Silber drin. Man weiß es nicht. Red Hawk. Gut, die war auch red. Und was ist das hier? Die hatten wir noch gar nicht. Die war auf der anderen Seite nicht dabei. Atlantis-Rakete mit American Design. Und ja, keine Ahnung, was wir da zu erwarten haben. Bombenfüllung, wie immer.
Hoffentlich auch ein Bombeneffekt. Ja, geht so. Für die Größe hätte man ein bisschen mehr erwarten können. Dann haben wir Chilo, wie auch immer. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich es falsch ausspreche. Macht die sowieso. Auch nicht das, was ich erwartet hätte. Da hätte ich jetzt was Blaues erwartet. Hatten wir aber was Weißes. So, dann haben wir nochmal die Giro-Rakete. Die hatten wir jetzt auch schon bestimmt zweimal. Schöner Effekt, recht klein, aber schön. Und jetzt kommen wir zu den zwei letzten fetten Dingern. Mont Blanc Rakete, wieder mit dem Panorama-Effekt. Mal schauen, ob der da ist, der Panorama-Effekt. Die ist ziemlich weit unten explodiert und war ziemlich stark vom Zerleger auch. Da kommen wieder die Fetzen runter. Also die war schön. Rot und grün wie die Reno oder die Artus, wie sie jetzt heißt. Vom Effekt gibt es natürlich schönere. Und jetzt, habe ich noch gar nicht vorgelesen, Zion Rakete auch mit Panorama-Effekt. Die letzte aus dem Set. Hoffentlich enttäuscht sie uns nicht. Und sie hat uns nicht enttäuscht. Das war eine der schönsten aus diesem Set. Das Arena of Rockets. Ich würde sagen, man kann das auch Überraschungspaket nennen. Weil, naja, hier sind so ein paar Dinger abgebildet. Aber auch das, was auf den Raketen drauf ist, ist nicht zuverlässig. Man kann nicht wirklich sagen, was aus der Rakete letztendlich rauskommt. Aber trotzdem, schönes Paket. Für 20 Euro kann man da nichts falsch machen bei Lidl. Und auch der Tragegriff, wie am Anfang schon erwähnt, der ist ordentlich. Deshalb kann ich das empfehlen. Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare und lasst ein Like da wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute! Richtig geiler Scheiß!